Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Welle 1974. Wir sind bei Mortal Kombat 4. Ihr seht, es fängt mit einem Intro an. Das ist die Arcade-Version. Also wir sind wieder auf dem MAME. Ich glaube, diese Version ist wie bei MK3, glaube ich, auch 2.1. Also ist schon eine abgedatete Version. Wir werden sehen, hat aber, weiß ich nicht, wie viele Fehler, wie viele Glitches. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an der Emulation, vielleicht liegt es auch an der Datei. Ich werde euch sicherlich nochmal die Version zeigen, die ich auch wirklich mein eigen nenne, und zwar eben die PlayStation-Version und eben die PC-Version. Das heißt, die werde ich euch nochmal zeigen, aber ich dachte mal einfach, wenn wir sowieso gerade die Arcades durchgehen, könnt ihr auch mal lachen. Ja, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So, komm, erzähl. Also diesmal gibt's einen bösen Gott, da steht da, der Shinnok. Shinnok ist ein Elder God, der die Leute verraten hat, also sprich so Loki-Style-mäßig, und jetzt sozusagen einfach auf Rache sühnt und natürlich aus irgendeinem tausendjährigen Gefängnis, ihr kennt das ja hier, Superman Reloaded auch, natürlich entkommt und jetzt auf einmal macht er natürlich auch beim Mortal Kombat mit. Klar, ist ein Elder God. Da ist übrigens Shinnok, das ist Quan Chi. Eigentlich zwei coole Typen, wenn ich das mal sagen darf. So, dann holen wir uns mal ein paar Credits, weil das ist hier alles teuer. Ihr seht ja schon, zwei Credits pro Player. Ihr seht, das sind die Leute, die wir haben. Es sind eine Menge neue dazugekommen, aber im Gegensatz zu drei finde ich die nicht so scheiße. Fangen wir mit Kai an. So, ihr werdet gleich sehen, der Sound ruckelt so vor sich hin. Und gleich ein paar Tastenkombinationen lösen gleich was ganz Tolles aus. Ich mache das einmal kurz, damit ihr was zu lachen habt. Ich habe dann aber ein bisschen rumgetrickst, dass ich das überhaupt sinnvoll spielen kann. So, wenn ich nämlich hier jetzt einfach zum Uppercut ansetze, ist das Bild weg. Es gibt auch andere Kombinationen, wo es solche Fehler gibt. Das heißt, ich habe also nur die Möglichkeit, hier mit dem High Knee und ein High Kick zu arbeiten. Und ihr seht schon, ich weiß nicht, ob es die Kiste ist. Die Framerate bricht auch tierisch ein. Ja, es könnte auch vielleicht sein, dass die Kombination mit Fraps dann nicht so gut ist. Vielleicht wisst ihr das, ob das irgendwie jetzt damit zu tun hat, dass die Kiste einfach zu lahm ist. Oder einfach, dass es hier eine scheiß Emulation ist, weil man wird auch gewarnt, dass die Emulation nicht so sauber läuft. Also so gesehen wundert mich das nicht. Ich wollte das jetzt einfach mal, um das einfach komplett zu haben, auch mal zeigen. Ich zeige euch dann auf jeden Fall dann auch die, ja, ich sag mal, die PlayStation 1 Geschichten, die werde ich euch dann auch zeigen. Dann werden wir nochmal ein bisschen was vom N64 zeigen, eben bei Trilogy eben der Unterschied. Ja, ist gut, du bist toll. Was bei... Na, komm, Scorpion, mein Freund. Schön ist, ihr habt hier schon so ansatzweise verschiedene Kampfstile. Ich denke, er wird das vielleicht noch nicht zeigen, aber andere werden das mit Sicherheit zeigen. Ja, ich könnte dich jetzt weghauen. Na, komm. Hallo? So, tschüss. Boom. Und ab ins Eck. Also seht, das ist so ein 2,5D wieder Prügler. Was die hier aber neu haben, die haben schon Waffen. Also jeder von denen hat eine Waffe. Und ja, da geht's dann auch voll mit zur Sache. So, da haben wir Raiden. Da übrigens ist schon Fujin. Den habe ich ja auch schon mal erwähnt. Ja, Fujin ist auch ein Elder God. Wenn Raiden sozusagen hier für Blitz und Donner und Hasse nicht gesehen steht, steht Fujin für Wind. Ah, komm, mein Freund. Mach die platt. Seht ihr übrigens, ne? Also hier sind natürlich ein paar Sachen dabei, die unschön sind. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es nur damit zu tun hat, dass es nur einfach eine alte Kiste ist. Oh, geil. Eine Powerbomb. Alter. Respekt, Raiden, du alte Wurst. Ich bin ja beeindruckt. Macht der hier eine Powerbomb? Geil. Die war gar nicht mal schlecht angesetzt. Die war schön über den Kopf. Es gab Zeiten, da konnte der Taker das auch mal. Um jetzt mal wieder richtig in den Seelen der harten Wrestling-Fans zu bohren, als er noch seinen Streak hatte. Lang, lang ist her. Ja, mach mal deine Ulla-Balla-Bar. So.
Dann zeig mal einen finnischen Move. Au, geil. Ein High Knee Lift, auch schön. Kann man machen. Gut, das war Kai. Nehmen wir mal Raiden selbst. Danach kommt schon Shinnok. Ich glaube, hier gab es als Charakter, glaube Goro gibt es hier, glaube ich, auch. Konnte man, glaube ich, auch freispielen. Meat gab es, glaube ich, noch. Und noch irgendeinen dritten, an den ich mich jetzt gar nicht erinnern kann. Ihr merkt schon, es war nicht so mein Lieblingsteil. Aber man hatte, glaube ich, schnell alles... Ah, er macht den Triple H und hat einen Hammer. If I hätte Hammer. Oh. Irgendwie, wenn ich jetzt natürlich hier alle Tasten hätte, könnte ich den Hammer auch selber nehmen und ihn auch gegen ihn einsetzen. Allerdings ist er zu geschickt. Er nutzt einfach jeden Glitch, der da ist. Wir haben ja in dieser Version genug. Und macht mich da platt. Ich glaube, wenn ich das noch richtig was bei der PC-Version war, jetzt dürfte man lachen, war damals meine Kiste schon zu schnell. Das heißt, das musste ich irgendwie runtertunen von der Geschwindigkeit, sonst war das irgendwie unspielbar. Ist so wie bei One Must Fall, wo ja auch nur die Anzahl der Polygone zählt. Und das richtig rennt ohne Ende. Stelle ich mir wahrscheinlich auf aktuellen Kisten ganz interessant vor. Das ist wahrscheinlich eine DOS-Box nahezu unspielbar. Ja, komm, mach du mal. Zack. Komm, mach mich platt. Sag ich mal was. Nö, nee, will nicht. Will nicht. Ein bisschen wählerisch. Raiden, ne? Bisschen wählerisch. Gut, dann kriegst du jetzt Shinnok von Elder God zu Elder God. Der war eigentlich ganz cool. Was soll ich erzählen? Ach so, genau. Ich hatte eigentlich gerade einen Gedankenblitz, den ich natürlich wieder nicht ausgenutzt habe. Na komm. Mach die platt. Mach die platt, mein Freund. Wir haben ja jetzt bei der Sony-Pressekonferenz ein bisschen mehr zu Mortal Kombat 10 oder wie auch immer es dann heißen wird für MKX gesehen. Und ja, ich weiß noch nicht, was ich von den beiden Charakteren halten soll, darf, kann, will. Ich mache mir gerade eine Notiz, dass ich euch den hier auch nochmal verlinke. Ja, weiß ich noch nicht. Nein, sah so ein bisschen aus wie so ein ja, überdimensionaler Fritze, der da irgendwie mit seinen Gliedmaßen rumwerfen kann. Die andere hat so ein bisschen was irgendwie Schlangenartiges. Namen gab es, glaube ich, auch noch nicht. Ja, ein Scorpion und Sub-Zero haben wir. Das sind die ersten vier, die wir kennen. Aber ich denke mal schon, das Ding wird ein Knaller. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Also, der Reboot war schon großartig. Und wir haben ja angekündigt, es wird auch eine Storyline geben, also wird es da auch sicherlich auch wieder einen vernünftigen Story-Mode geben. Und das muss man ja dem Reboot lassen von Mortal Kombat. Egal, ob jetzt irgendwelche Street Fighter-Fans gerade vorkommen, vom PC anfangen zu heulen. Du hast auch nicht alle auf dem Zaun hier. Wir sehen Fatality. Halt ich mal die Klappe. Genießt einfach mal diesen sinnlosen... diese sinnlose Darbietung von Gewalt. Oh, schön. Da fliegt der Kopf. Das ist immerhin ganz nett animiert. Richtig. Das ist. So, ich mach das mal einfach hier weg. Weil dann können wir nämlich einfach was nochmal neu starten. Dann strenge ich mich jetzt auch gar nicht erstmal an. Dann kann ich ein bisschen so rumkämpfen, dass ihr so ein bisschen so die Kämpfer in Aktion seht. Wenn ihr hier die Finisher machen, dann sollten wir nochmal gucken. Und derzeit, wo ich euch die ganzen anderen mal vorstelle, dass wir es auch nutzen. So, komm. Mach mal, fall mal. Oh. Das ist nicht gut. So, komm, weiter. Mal ein bisschen Credits nachtanken. Ist ja hier doch ein teures Spiel. So, Liu Kang. Na komm, mach fertig. Komm, stellen wir uns mal gegen Scorpion doof an. Also ihr seht, ihr habt hier keinen Kampf gegen Goro oder so. Na komm, zack. Na komm, zack. Na komm, dann mach mich platt. Bist du doof dazu?
Ja gut, das hast du jetzt selber von. Dann mache ich dich halt mal eben tot. Geht ja schnell. Und wenn, dann kann ich ja ein bisschen was erzählen. Das ist der Vorteil in so einem Video, wo ich nicht so wahnsinnig gefordert werde. Ja, mach deinen Kranich oder was auch immer. Boah, deine Schlange, dein Drachen, dein... Was weiß ich, weil was... Oh! Oh, ich hab den Bicycle-Kick. Schön! Da macht aber nicht so viel Schaden, habe ich das Gefühl. Ah, geht doch. Ist auch total nervig, wie... von Raiden. Zack. Die Zeitlupe hat manchmal auch was dafür, das hat so ein bisschen Bullet-Time-technisch was, also... Boom. Weg mit dir. So, gucken. Gegen wen muss ich denn jetzt ran? Obwohl, den haben wir ja gesehen. Das ist ja nicht so spannend. Komm, mach mich platt. Na, ist egal. Komm, dann wählen wir einfach durch. Bevor wir jedes Mal hier ein Match gewinnen müssen. Das dauert ja 50 Stunden. Das muss auch nicht sein. Also ich gebe euch ja auf jeden Fall nochmal die Version in besser und richtig und spielbarer. Deswegen. Komm, mach ihn platt. Kann ich einen anderen wählen? Ich glaube, da kommt Reptile. Reptile ist ja so eine Geschichte, das wisst ihr ja sicherlich, desto aktueller der Teil, desto weniger ist er menschlich. Also weil er sich irgendwie zurück zum Reptil entwickelt. Weil das irgendwie seiner Rasse entspricht oder so. Also da ist vom Ninja nicht mehr viel übrig geblieben. Und hier ist er, glaube ich, schon hier fast eine komplette Echse. Na komm, mach fertig. Muss ich mir selber machen, ne? Na komm. Zack. Ja, beim Hammer ist das natürlich geil. Also das wäre ein Move für Triple H. Mit Hammer. High Knee Lift. Das ist, das ist düster. So. Reptile. Sehen wir, gucken mal. Leider kann ich nicht hier einfach direkt die Leute durchwechseln, sonst wäre das auch ganz lustig. So. Na komm, ich mach mal immer eine Runde, versuche ich mal ein bisschen ernst zu machen. Damit ihr auch mal euch nicht ganz so langweilt. Aber dann habt ihr es mal gesehen. Es gibt ja auch gleich ein paar neue Leute, die man vielleicht jetzt nicht so kennt. Aber so stelle ich mir auch MKX vor, ne? Das heißt, ihr habt, was weiß ich, eine Menge neue Leute. Ihr habt aber auch die typischen alten Kandidaten, die man sehen will. Und mal gucken, warum sich wieder in Mortal Kombat prügeln. Wahrscheinlich, weil irgendeiner, was weiß ich, irgendjemanden das Amulett verlegt hat oder so. Bin mal gespannt. Oder noch viel Schlimmeres. Na komm, mein Freund. Zack. Na, gibt's einen anderen? Zeigt den anderen Finisher? Ne, ist derselbe. Kann ich den abbrechen? Ne. Leider nein. Na komm, dann machen wir nochmal kaputt. Immer diese Gewalt hier. So. Elite. Zweite Reihe. Scorpion. Sicherlich neben Sub-Zero Fan-Favorite. Mal gucken. Kriege ich denn hier irgendwo die Harpune? Ich habe ja nicht so viele Möglichkeiten. Die Stages sehen ganz nett aus, wenn ich das mal sagen darf. Ich glaube, es gibt auch hier
Stage Fatalities, weil die Ventilatoren da, die kommen mir sehr bekannt vor. Da wird es garantiert Stage Fatalities geben. Na komm, mach mich platt. Mach ich jetzt einfach das Lustige, dass ich jetzt einfach das Keyboard weglege. Ich kann das jetzt leider nicht beschleunigen. Aber wir gehen hier mal einfach durch, komm. Geht ja schnell, dass wir so für einen Kampf ein paar Sekunden haben. Dann kriegen wir die anderen auch noch durch. So, komm, streng die mal an. Hätte ich eigentlich Master nehmen müssen, hätte noch was Schönes sehen können, ne? So, komm, mach ihn platt. Zack. Super, kein Finisher. Bin begeistert. Und er versteckt sich hinter der Ventilation. Ich wusste immer schon, dass Raiden ein bisschen komisch ist. Das ist der neue Jax. Ihr seht, ein bisschen schlanker, fitter. Was ich vielleicht auch noch erzählen kann, die Gegenstände, die hier sind, genau, schön, dass du das zeigst, kann man einsetzen. Das heißt, damit kann man die Leute auch richtig zu Klump hauen. Also das gab es hier auch schon. Ist ganz nett. Komm. Zack. Mach uns platt. Na komm, mach uns. Boah, der war eine geile Kombo. Ah, und mein Freund? Zack. Wunderbar. Und tschüss. Na, ja, mal gucken bei der Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob wir dann in 5 oder 10 Minuten durch sind, aber das will ich jetzt mal eben kurz komplett machen. Ich denke, das ist auch in eurem Sinne. So, das ist Reiko. Den fand ich wieder richtig gut. Ich glaube, das ist irgendwie, ist das der Leibwächter von Shao Kahn oder so? Hat übrigens auch, das kann ich mal spoilen, weil das werde ich ja sowieso wieder nicht erreichen. Ne? Jetzt ist es aufgehangen? Achso. So, das ist buggy wie sonst was. Wenn ihr mit Reiko hier durchspielt, ich weiß nicht, ob es in anderen Teilen vielleicht genauso ist, das weiß ich jetzt auswendig nicht mehr, aber hier weiß ich, war es das, dann setzt er sich die Krone von Shao Kahn auf. Also weiß man ungefähr, was seine Ambitionen sind. Ist aber echt ein cooler. Also Reiko ist Spaß. Den können sie gerne nochmal auspacken. Wie ist denn der andere Vogel? Ist das Jarek da hinten? Ich glaube, Jarek war irgendwie auch wieder irgendwie aus dem Kano-Clan oder so. Ich glaube, das war auch so. Da war auch wieder so irgendeiner, wo du denkst so, boah, schnarch. Aber Reiko ist, glaube ich, nicht unbedingt ein guter. Also hier sieht man so, das beste Beispiel, die gibt es so wieder, das ist von den neuen Charaktere. Hälfte ist vernünftig, andere Hälfte ist meistens totale Katastrophe. Das kennt man ja schon. Oh, jetzt hat er mal richtig gehämmert. Ah, alter, brutaler Mann hier. Ja, komm, mach weiter. Das ist der gute Johnny Cage. Den kennen die Leute sicherlich. Ja, mal gucken, hat er seine Standard-Moves? Das soll eigentlich die einfachsten Farben sein, sein Shadow-Kick und... Ja, na gut, ist das Problem, wenn man einen High-Kick hat. Okay, dann machen wir ihn platt. Mach den Cage platt. So, das habe ich irgendwie fälschlicherweise gesagt. Das soll natürlich die Figur sein, die auf Jean-Claude Van Damme basiert. Ne? Klar. Gut.
erkennt man, glaube ich, auch. Ne? Ein bisschen cocky, übertrieben, möchte gern Hollywood-Star. Ja, ne? Kann man machen. Muss man nicht. Dann haben wir die Reihe tatsächlich gleich schon durch, ne? Na komm, mein Freund. Na komm, wo auch immer du mir hintrittst. Ich glaube, du möchtest meiner weiteren Familienplanung ein rüdes Ende bereiten. Ja, kaum rüde, kommt dann mit dem Hammer. Ist klar. Hammer Time. Und zack. Und nochmal. Zeig doch mal einen anderen Finisher. Weil ich bin der Meinung, die haben mehrere. Kann aber auch sein, dass das hier wieder zurückgefahren haben, weil ein paar Sachen waren ein bisschen seltsam in diesem Titel. Also auch der Titel war nicht so Fan-Favorite. Eigentlich überhaupt nicht. Das ist doch Jarek, ne? Ja, ist Jarek. Das ist, ja, ich glaube, der ist aus dem Kano-Clan. Ich glaube, der darf auch mal kurz bei Special Forces irgendwie da rumlaufen. Aber den braucht keiner. Also der ist nicht so wirklich spannend. Da haben sie in Deadly Alliance und in Deception und Armageddon, da haben sie schon coolere Typen genommen. Also das muss man schon ganz ehrlich sagen. Das ist halt hier wieder so, ne, der typische, übliche Quotengangster. Naja, ne? Was willst du machen? Kreativität geht anders. Na komm, punch mich. Punch me, my friend. Dann haben wir die Reihe durch, ne? Na komm, zack. Deine Hülle, bitte, bitte. Hey, du bist der Größte. Du solltest ein Gott sein. Achso, ist er ja. So, letzte Reihe. Können wir mal gucken, aber da hinten ist doch noch nichts, ne? Da habe ich jetzt das komplette System gecrashed. Hab ich. Das war dämlich. Also Hidden geht natürlich nicht, wenn man noch keine Hidden-Charaktere hat. Ey, komm, jetzt machen wir mal hier tot. Gib mal Gas. Prügeln mir mal eben kurz die Scheiße aus dem Kopf. Ich glaube, dann kam schon von Tanja. Das werdet ihr sehen, hat sicherlich gewisse, was ja bei MK meistens so ist. Das Frauenbild ist ja doch ein wenig offenherzig gewählt bei MK. Ich glaube, die war auch irgendwie... auch wieder irgendwie, was weiß ich, Verräterin und auch bei Kitana und wollte Kitanas Platz einnehmen und hast du nicht gesehen und willst du gar nicht haben. Auf jeden Fall auch keine nette. Aber deswegen glaube ich gar nicht so schlecht als Fighter. Also das war wieder vollkommen okay, aber wir Jarek war, glaube ich, von dem Haufen mit Kai zusammen nicht so spannend. Nicht so spannend. Kenshi muss gleich auch noch kommen. Ist das gleich richtig aus? Ja, Sub-Zero haben wir gesehen, der kommt auch noch. Gucken, wenn wir da unten noch haben. Komm, machen wir fertig hier. Raiden, zeig mal, was du kannst. Ja, Gefahr. Du mir auch. Jetzt wollen wir mehr wie du. Da regnet das Blut. Ja, da freut er sich. Da freut er sich. Sieht cool aus. Kann aber auch ein Glitch sein. Weiß ich nicht. So, was haben wir hier unten? Tanja, Sonya Blade. Das ist eine interessante Version hier. Kenshi gab es hier noch gar nicht. Aha. Okay, kam der später? Komm, machen wir Sonya. Sonya. Ja, auch Sonya hat, ich sag mal so, fast wie Lara Croft, irgendwie hier ein bisschen nachgetankt. Na komm, lass mir mal einmal eine Bewegung zeigen. Ich kenne euch doch, ihr da draußen. Ah, zack. So, einmal weg. Und boom. Mitten in die Fresse. Wobei, das war nicht die Fresse, aber... musste diesen dummen Spruch jetzt einfach mal loswerden. Ja, dann nehme ich gleich mal...
Fujin? Oder sollen wir erstmal die Mädels wegmachen? Komm, wir machen die Mädels weg. Wir hören mit Quan Chi auf. Quan Chi ist übrigens auch bei Sub-Zero Mythologies auch schon dabei. Spielt da auch keine unwesentliche Rolle. Shinnok war, glaube ich, auch schon dabei, ne? Glaube ich? Oder? Irgendeinen Übergang gab es da, glaube ich, auch. Also, Sub-Zero ist nicht unwichtig, auch in der Hauptstory. Was ihr sicherlich wahrscheinlich auch erwartet habt, ne? Weil Fan-Favorite darf auch mit Sicherheit überall dabei sein. So, komm. Ja, ist okay. Dann machen wir danach die Kerle. Fujin zum Beispiel ist auch sowas. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. So. Natürlich gut, jetzt könnte man sagen, klar, dass ich Tanya gut finde, weil ist ja auch schwarz-gelb. Aber die ist wirklich gar nicht schlecht gewesen. Also. Und Mortal Kombat Gold hatte dann eben noch ein paar andere Charaktere zusätzlich, eben diese Ultimate-Version hiervon. Und das, wenn ich das zum Laufen kriege, dann zeige ich euch auch die Dreamcast-Version. Da kenne ich doch nichts. Ja, dann kommen noch Fujin, Sub-Zero und eben Quan Chi. Und dann haben wir's. Dann habt ihr auch das durch. Das sind zwar eine halbe Stunde, aber mein Gott. Wenn das hier alles so schneckenlahm ist, dafür können wir ja nichts. Das ist übrigens mein Telefon. Das ist, wie ich mein Telefon ausstelle. Das lasse ich jetzt aber drin, weil ich will das Video nicht nochmal anfangen. Na, wer will mir denn wieder was verkaufen? Ich könnte ja jetzt ganz böse nachgucken in diesem Video und sagen, hey, ich grüße mal den und den. Aber das mache ich nicht. So, Fujin. Hätte ich jetzt einen zweiten Rechner, würde ich das gerne mal machen. Aber das ist mir jetzt egal, dann müsste er jetzt durch. Wir machen jetzt noch drei, dann schaffen wir jetzt auch noch. So, das ist der andere Eldergott. Den fertige mal eben kurz ab. Und dann haben wir's. Ist immer interessant, ne? Ich meine, das eben, um das Thema mal vorkommen zu wechseln, ist mal interessant, was so alle so Leute sind, die einfach euch irgendwas verkaufen wollen, ne? Ist ja mal sehr souverän, dass sie euch persönlich sprechen wollen und nicht irgendwie was schriftlich geben wollen, das ist klar, ne? Weil da könnte man ja irgendwie nachdenken. Naja, aber gut, hier ein Gruß an die Leute, die das bis heute nicht unterbinden, weil na, angeblich hatte man ja mit allen Leuten irgendwelche Geschäftsbeziehungen. Überlegt mal, welche Mails ihr von Leuten kriegt, dass ihr jetzt gewonnen habt, dass euer Girokonto überzogen, dass ihr Mails von der Postbank und was weiß ich nicht habt. Wahrscheinlich habt ihr nicht mal ein Konto bei der Postbank, aber das ist alles vollkommen okay. Naja, gut, das Internet ist in Deutschland ja eben Neuland. So, jetzt will ich aber nicht komplett vom Thema abgehen, aber Fujin, ich überlege gerade, war der bei Sub-Zero Mythology auch? Glaube ich sein, dass der da auch so eine Gastrolle hatte. Aber auf jeden Fall ist das auch so ein Eldergott, den die Welt nicht braucht. Ich bin gespannt, ob es mal ein paar andere gibt. Ob sie da mal auch vielleicht da das Pantheon auch erweitern. So, jetzt gibt's nochmal einen Finisher, jetzt wollte mal der Raiden zeigen, dass er hier der Gott Nummer 1 ist. Und dann haben wir noch zwei Kämpfe und dann haben wir's. Zack. Ah, da fliegt der Fujin. Das kennt er. Das kennt er. Der alte Windgott. Der alte Windbeutel. Ja. Ist großartig. So. Noch zwei. Zeit für Sub-Zero. Die Ikone. Ihr seht jetzt so im Design wie Sub-Zero 1 und Sub-Zero 2 zusammen. Ich weiß es wirklich nicht, welchen Sub-Zero die in welchem Teil ausgepackt haben. Ich weiß, dass es da mit Sicherheit Hardcore-Leute gibt, die das sicherlich wissen, aber ich weiß es echt nicht. Aber es ist ganz putzig. So, komm. Achso, das sollte... Ach, stimmt, das war diese stimmt, das ist ja ein Glitch. Ab hier war das so, dass er sozusagen so einen kalten Eisnebel um sich herum hat. Ist klar, wie man halt so macht. Willst du ihn jetzt mal töten oder willst du jetzt absichtlich das Video in Länge ziehen? So, komm, mach ihn platt. Trau dich. Das ist nicht der Eldergott des Eises und des Schnees. So,
So, kommt noch eine Runde und dann kommt Quan Chi und dann habt ihr es gesehen. Also sonst, was ich definitiv vorhab, ich möchte euch auf jeden Fall die beiden Trilogies zeigen. Ich möchte auf jeden Fall Mortal Kombat Mythologies zeigen. Ist übrigens auch interessant, die PlayStation 1 Fassung hat natürlich Cutscenes, klar. Die N64 Fassung hat das nicht, ist dafür aber nach meiner Meinung ein bisschen spielbarer. Das ist vielleicht jetzt meine persönliche Meinung. Weil knüppelhart sind die beide. Special Forces ist für mich der Teil, den überhaupt keiner braucht. Also, das war nur Geldmacherei. Und, ja, mal gucken, was man noch so zeigen kann. Na, ich sag mal so, die meistens haben ja, habe ich ja in den Kommentaren, so die ab der PS2, PS3 und Aufwärts-Ära, die kennen die MKs, nur eben die früheren nicht. Und, da werde ich gucken. Tja, und wenn alles gut kommt, dann mache ich noch einen Spaß, dass ich euch dann eben die Mortal Kombat Gold-Fassung zeige. Eben die Deluxe-Fassung. So, Quan Chi war auch immer cool. Hat auch geile, schöne Finisher gehabt. Ist auch vollkommen schön bescheuert. Und wie man, glaube ich, schon sieht, nicht unbedingt einer der Guten. Deswegen also die Kombination Shang Tsung und Quan Chi ist schon cool. Ich glaube, die haben beide, glaube ich, Shinnok verarscht oder so, glaube ich. Ne? Das war irgendwie die Geschichte. Deswegen konnten sie dann irgendwie die Leute richtig austricksen. Also auf jeden Fall ist das auch jemand, dem sollte man nicht unbedingt seinen Rücken zudrehen, weil er ist dann tot. So, jetzt noch eine Kampfrunde, dann haben wir's. Dann ist Mortal Kombat 4 Haken dran. Und ich grüße nochmal den Anrufer, der jetzt hier auch ewig in YouTube-Hausen verewigt wurde. Das war eine tolle 0800-Nummer, kann ich euch sagen. Also kann ich euch nicht viel mehr sagen als, ja, willkommen beim Callcenter. Wo auch sonst. So, prügel mich mal weiter in Grund und Boden. Mach den Quan Chi mal platt. Genau, Danger und Ende Gelände. Vielleicht machst du jetzt noch einen Finisher. Nein, macht er nicht. Aber ist egal. Gut, dann würde ich sagen, lasse ich den jetzt einfach nochmal komplett die 10 Sekunden da runterfallen. Und dann habt ihr es auch gesehen, das war Mortal Kombat 4. Ja, komm, jubel du. Ja, einmal schön runter. Ich glaube, das nimmt kein gutes Ende. Ich habe da irgendwie so Befürchtungen. Sowieso bei Credits. Ich habe sowieso meine Kohle aufgebraucht. Das passt doch ganz gut. So, komm. Gleich ist es soweit. Und auf Wiedersehen, mein Freund. Das zeigt er uns gar nicht. Schwein. Das war Mortal Kombat 4. Auf dem Arcade, auf dem Meme, irgendwie 2.1 Version. Ich bin euer Mr. Bella 1974 und mit den Bildern von Raidens Rücken und einem langen Schwarzbild, naja, ist er wieder, möchte ich es beenden. Bis dann. Tschüss.